Moin, moin zum Halbfinale des Rapid Cups der 99. Saison. Des Weiteren schließen wir heute die erste Saisonhälfte ab. Und zwar der 17. Spieltag. Wir gucken einfach mal zum Ligaspiel, wo es zu Hause im Fernando-Harms-Stadion gegen Trittau ging. 2300 Zuschauer. Und da muss ich dann doch nochmal so den Preisen machen. Trittau jetzt auch nicht unbedingt die starke Mannschaft mit 24, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant für viele Zuschauer. Doch die unsere treuen Fans, die kommen jedes Spiel. Anpfiff, 11. Minute, die Cheerleader heizen den Publikum ein. 24. das 1:0. Leo Licht bestraft hier diesen Abwehrfehler und macht auch direkt sein 2:0. Des Weiteren folgt das 3:0 durch Gavri Poulos. Und das 4:0 von Leo Licht. Schützenfest geht weiter. 5:0 Leo Licht. Da kommt das nächste. 6:0. Und daraufhin kommt der Abpfiff. 6:0 gewinnt Rapid souverän zu Hause. Hoffentlich. Wir machen im Friendly, würde ich sagen, im Fun Cup so weiter. Es geht im Fernando-Harms-Stadion. Volle Hütte, relativ voll. 6250 Zuschauer diesmal. Gegen runder Ball ins eckige Tor. Eine Partie ging es, glaube ich, bis jetzt. Die hatten wir verloren im Friendly. 85 gegen 72. Wir sind hier der leichte Favorit. Erste Chance des Spiels für Palenzuela. Vergibt hier die 100%ige Chance. Hätte Rapid hier Richtung Finale schießen können mit dem 1:0 eventuell. Jetzt hier die erste Chance für die Gäste durch Piric. Auf den muss man auf jeden Fall aufpassen. Und wir schließen hier die erste Halbzeit ab mit einer Chance von Leo Licht und springen in die zweite Halbzeit. Die Beginn mit der ersten gelben Karte für die Gäste. Grätsche von der Seite, um den Konter zu verhindern. Die Chili, der immer noch gut dabei. 71. 1:0. Leo Licht verwandelt den Foul-Elfmeter. Leoni holt jetzt hier noch gelb am Schubs, seinen Gegner auch ein bisschen Zeit zu schenken. 82. Win vergibt hier die Chance, die Entscheidung zu machen. Da kommt das 2:0. Wieder ein Elfmeter. Gavri Poulos. Und damit steht Rapid wie im letzten Jahr im Finale. Ja, gute Partie auch von Runderball ins eckige Tor. Hier hat es leider nicht gereicht. Rapid zieht wie letztes Jahr im Finale ein. Und ich hoffe mal, diesmal wird es auch für den Sieg reichen. Dann doch schon, ja, zu Recht, sag ich mal, nach der Chancenerwertung da. Weiter die Schlümpfe. Müssen sich auswärts geschlagen geben. 1:0 verlieren sie bei BSC Berlin. Also, die Gruppe C komplett im Finale. Und damit steht das Finale, beziehungsweise wird erst gleich ausgelost in 11 Minuten ungefähr. Aber gegen BSC Berlin, da hatten wir jetzt schon zweimal gespielt. Wir haben, glaube ich, eins gewonnen, eins unentschieden. Beziehungsweise letztes ja, hatten wir sie auch in der Gruppe. Da konnten wir bisher 3 Spiele gewinnen, 1 unentschieden. Also das sieht schon recht gut aus von der Statistik her, aber noch ist der Titel nicht da. Ja, hier Schlümpfe, der hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen favorisiert vielleicht. Gute Truppe auf jeden Fall, aber von der Statistik her vollkommen zu Recht ausgeschieden. Also sie hatten jetzt eine Chance und das war an der 85. und 7 Chancen hier für BSC Berlin. Also zu Recht, Gruppe C steht komplett im Finale, BSC Berlin. Und Leo Licht müsste sich auch hier den Torschützen-Titel jetzt damit gesichert haben, wird wie im letzten Jahr schon den Krone da wegholen, aber natürlich hoffen wir, dass die Mannschaft hier auch endlich mal den Titel holt. Letztes Jahr im Finale gescheitert, hoffentlich reicht's diesmal. In der Liga hat sich nichts verändert, souveräner 6:0 Sieg. Leo Licht führt mittlerweile mit 11 Toren Vorsprung. Das sieht auch schon gut aus, dass er sich dort ebenfalls die Torschützenkanone holt. Von daher sage ich bis morgen, schaltet rein, Finale, es wird spannend. Und ich hoffe mit einem guten Ende für Rapid, ansonsten viel Glück auch an BSC Berlin. Bis dahin, ciao.